Ja, hallo, ich bin wieder der Tampi mit einer weiteren Folge zu The Hunter Call of the Wild. Ja, ich bin hier jetzt unterwegs, um Wiesente zu jagen mit meinem Bogen. Die haben mich auch gerade schon ein bisschen entdeckt, aber ich werde denen mal folgen. Freuen kann man die ja leider nicht. Und sorry wegen dem Wetter. Der Wind ist günstig. Und mal gucken, dass ich jetzt halt in eine gute Schussposition komme. Da kommt doch schon einer. Hey, wieso geht er denn daneben? Das weiß ich nicht. Da liegt ein totes Tier. Habe ich das getroffen? Durch das andere durch oder was? Glaube ich nicht. Das wäre hart. Ich meine, da standen ja zwei, aber ich habe ja auf das vordere gezielt. Richtig. Ja, Lucky Shot. Die anderen sind natürlich die Türen. Tatsächlich. Tatsächlich. Ja, das war echt ein Lucky Shot. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir die anderen auch noch irgendwie bekommen. Also vorhin hatte ich die Spuren hier verfolgt und das waren mehrere Tiere. Also ich schätze mal so, das waren über 10. Jetzt habe ich... Boah. Zack! Gleich mich nicht an, Junge. Meine Herren. Wow, das war gut. Schöner Adrenalinkick. Männlich, du. Ja, wo war ich stehen geblieben? Es waren über 10 Tiere, denke ich mal. Also laut den Spuren. Und jetzt waren es halt nur 3 irgendwie, die ich gesehen habe. Maximal 4. Aber die anderen, denke ich mal, sind hier in der Nähe. Da greift er mich nochmal an, du. Was eine Type. Oder das waren irgendwie Nachzügler, die 3. Aber laut von den Losungen her sind die alt. Jetzt gerade eben. Mal gucken, vielleicht erwischen wir noch welche. Gerade eben. Ich denke mal, die sind da hinten. Ja, da in der Nähe.
Freunde sind auch hier. Die interessieren mich jetzt aber nicht. Die wollen Wiesente. Sind die auch irgendwie am Wasser runter irgendwie? Sehr alt sind die hier wieder. Sorry. Sehr alt. Verstehe ich nicht. Kann auch sein, dass die irgendwie im Kreis gegangen sind. Gucken wir aber auch in die andere Richtung. Vielleicht haben die einfach nur ihre Richtung geändert und mal schauen. Ja, die haben einfach die Richtung geändert. Aber die kriegen wir schon. Ja. Wenn man vom Teufel spricht. Ich versuche mal hier ein bisschen oben zu bleiben. Durch die Rabatten. Da hinten sind die, glaube ich. Ja, da hinten sind die. Kommen wieder hierher. Ich setze mich mal hier auf so einen Stein. Auflegen oder so. Guck schon. Aber der Wind ist nicht optimal. Der riecht mich schon. Direkt auf mich zu. Und zwei, drei. Ja, die kommen wieder. Die kommen wieder. Geh hier mal was anderes. An einem Platz.
hier drauf kommen würde, das wäre natürlich günstig. Auf, ne? Verdammte Axt. Da liegt der Bulle oder die Dame oder wie auch immer. Die kommen schon wieder. Ich höre sie schon wieder. Mal hinlegen. Die kommen direkt auf mich zu, glaube ich. Passt mir sehr gut. Ich versuche das einfach mal. Nee, so auf Long Distance oder so. Kann man das knicken? Auf alle Fälle werden die wiederkommen. Und ich werde hier einen Empfang nehmen. War schon komisch, dass der nicht getroffen hat. Okay, wir kommen schon wieder. Mal hinlegen. Ja, einer geht noch, ne? Im Regen gestartet und im Regen aufhören. So was. Allerdings bin ich jetzt nicht sicher, ob die jetzt hier von hier kommen. Oder gleich da runtergehen. Der Regen ist natürlich jetzt echt scheiße.
wieder. Oh, da ist ein Reh. Ja, moin. Ja, moin. Ich gehe dir einfach mal entgegen. Jetzt sind wir aber auch weitergezogen. Ich wohne noch da. Ruhe. Die aktuelle ist. Oder doch? Sobald die irgendwie einen Haufen gemacht haben, ändern sie dir auch die Richtung irgendwie. Jetzt geht es einfach mal nach da und. Die gehen auch wieder nach da. Wie sind. Mund halten. Frisch. Frisch. Aber wo ist die Folgespur? Ah, ich höre sie. Ich höre sie. Wind ist auch günstig. Oh, dieser Regen. Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon.
Radar vom Bedürfnisgebiet für die Wisente. Gut zu wissen. Kommen natürlich immer wieder hier hin. Denn. Ganz frisch. Da sind sie doch schon vor mir. Mal gucken, ob ich da irgendwie rangepirscht komme. Mal nur keine Angst haben. Ich würde mich jetzt mal interessieren, wer jetzt der Bulle da ist. Der Dunkle, glaube ich, ne? Der Dunkle ist der Bulle? Nee, doch nicht. Oh, jetzt liegen sie alle hier und pennen. Oh, jetzt steht einer auf. Jetzt stehen sie alle irgendwie auf. Kommen irgendwie alle auf mich zu. Schnell mal unter die Tanne hier. Hin. Ja, Leute, pass auf. Da hauen sie alle ab. Aber die werden wiederkommen. Gehe ich mal von aus. Ich will noch mal gucken, wie der Treffer war. Fleischwunde. So, jetzt verziehe ich mich hier auf den Stein. Wenn ich hier raufkommen würde. Da haben sie alle hier schön gepennt. Kaum kommt der Tampi. Aber die kommen nicht, oder? Die wechseln wieder den Standort. Ich werde mal dem Angeschossenen hinterhergehen. Wenn der mich wieder sieht, ist er bestimmt voll sauer. Sehr gering, obwohl ich ihn mitten ins Gesicht geschossen habe. Ja, da kommen sie wieder.
sind die alle. Na, da legen die sich wieder hin. Ich mal gucken. Hau ich wieder. Aber Treffer. Zack. So, das war der erste Angeschossene, der sowieso sauer auf mich war. Das erkenne ich daran, dass der halt noch markiert ist. Und noch einer erledigt. Einfach in die Menge gebolzt. Ja, die anderen sind auf und davon. Ja, und ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar oder ein Abo. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Moin, moin.